Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 hier bei Crash 45 89. Wir machen weiter mit unserer Suche nach der königlichen Waffe mit den erblindeten Ignis im Schlepptau. Ich hoffe nur, wir schaffen das bald mit ihm durch. Weil leider Gottes ist dieser Abschnitt wirklich nervtötend. Selbst wenn ich langsam gehe, da kommt er dann manchmal nicht hinterher. Ich will aber nicht die ganze Zeit über langsam gehen. Oh je, 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 je. Armer Ignis. Ich hoffe, das Blindenproblem wird demnächst noch gelöst werden. So. Hier drüben soll was sein. So, kommst du hinterher? Okay. Okay. Wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Oh! Feinde! So. Die machen wir mit links fertig. Kommt Ignis voran. Aua. So, und tschüss. Du entkommst mir nicht. So, das wär's. Ich war keine große Hilfe. Was hast du erwartet? Ja. Ja, das ist auch schade. Der Schlüssel? Das muss er sein, der Schlüssel. Und der Generatorschlüssel. Die müssen in der Nähe vom Schalter sein. Na dann. Da haben wir schon das Ziel vor Augen. Nur noch ein paar Meter entfernt. Ja, Ignis begleitet uns schön brav. Da schon wieder. Oh, das sind wieder Feinde. Okay. Und los! Nee, nee. Ist auch schön niedergeworfen. Ja, dann hoffentlich komm auch zurecht. So. Ihr habt keine Chance. Komm schon, Leute. Was macht Glario denn? Er haut die ganze Zeit über daneben. Also der verfehlt immer. Ich weiß. Ja, wie denn, wenn die unseren Weg kreuzen? Wie sollte man denen aus dem Weg gehen? Okay, mal kurz warten. Und weiter im Programm. Schön vorsichtig, Ignis. Schon wieder Feinde oder was? Ui! Eine große Karpfenkröte in der Klasse. Ach. Ja, einmal sagte, zuerst sagte er, aus dem Gegner aus dem Weg gehen. Und jetzt sagte er, wir müssen die Gegner beseitigen, damit wir uns die Maschine angucken können. Kannst du dich auch mal entscheiden, Mann? Wow! Was zum Henker?
Und was hat eigentlich auch, prompt irgendeine Waffe, Maschinengewehrwaffe gegeben oder was? Strom. Hier, der erste. Geht er noch? Mal sehen, das Kabel ist verbunden. Verbox nicht. Der Bien geht über studieren. Klingt gut. So, gib noch einen. Okay. Soweit, so gut. Bislang. Ja, und der nächste ist auch nur ein paar Meter entfernt. Wir sind gleich da. So, kommt ihr hoch? Wow. Hier unten, ha? Huh? Was findet man denn hier oben? Nichts. Okay, kommt runter, Leute. Können wir da nicht überspringen? Na, was ist? Wo lauft ihr denn hin? Kommt doch her! Hier lang, Ignis. Ja? So ist gut. Ich hoffe nur, sie kommen hinterher. So, da ist der nächste. Hier ist der zweite. Schmeiß die Maschine an. Wer weiß, wie lange der Strom hält. Das weiß ich selber. So, jetzt wird es ja wieder das Steuerpuls benutzen. Hier drüben. Kommen wir da auf den direkten Wege hin? Hoffentlich. Aber dazwischen war sonst mal wieder Feinde. Ach, was soll's. Lauf nicht alleine davon. Mach ich schon nicht. Wow. Bei so vielen Feinden wundert es mich nicht. Okay, jetzt reicht's. Jetzt gehen wir richtig ab hier. So. Ars Arcanum. Hehe. Nice. Und tschüss. Hör auf, mit Wasser zu spucken. Pronto, Schnappschuss. Und Gladio, Dämmerbrecher. Das macht er buchstäblich. Tut mir leid. Schon in Ordnung, du hast ein bisschen getan, ne? Mach dich jetzt bloß deswegen nicht nieder. So. Hier. Da ist das Steuerpult. Dann wollen wir mal. Scheint zu funktionieren, glaube ich. Ja. Sehr gut. Ist der Weg frei? So hat es sich angehört. Ja. Sehen wir nach. Aber echt. So. Aber es wird schon wieder dunkel, oder was? Na, klasse. In Dunkel ist es ja noch umso schwerer. Aber hier sind zum Glück einige Lichter an. So, kommt ihr hinterher, Leute? Ich darf ja niemanden davonrennen. Zum Glück ist das nächste Ziel gleich in der Nähe. Das ist nur ein Checkpoint, was? Okay,
Okay, die maximale Kapazität. Es ist leider schon dunkel geworden. Hey. Hast du etwa vor, so das Grab zu betreten? Was meinst du? Ich finde, deine Ahnen verdienen mehr Respekt. Und überhaupt, ich glaube, du würdest am liebsten aufgeben. Ich muss weiter. Ist doch egal, was ich will. Als König habe ich ohnehin keine Wahl, oder? Ja, das mag ja sein, aber... Wenn du das weißt, verhalte dich entsprechend! Aufgehalten durch Gladius' Worte erhält Noctis die Zustandsveränderung Selbstbesinnung. Seine Vitalität ist temporär um 50% erhöht. Ah, sowas gefällt mir doch. Schön. Ist offen. Ein Glück. Es hat funktioniert. Ja. Sehr gut. Kommen wir jetzt voran. Die anderen hoffentlich auch hinterher. Schön zu sehen. Och Mann, schon wieder. Was ist denn das für eine riesige Höhle? Das Grab muss weiter innen liegen. Kommt ihr mit? Was denkst du denn? Ich denk gar nichts. Sag mal, riecht ihr das auch? Ignis, nicht ausrutschen. Was riechen? Das wird mir gar nicht gefallen. Nun gut. Ja, bitte, tu das. Ach, verflixt. Ah, wie die immer beschießen müssen. Jetzt reicht's. Schild. Mit Schild bin ich meistens eh besser dran. Gladio! Der Dämmerbrecher machst du ja einen Moment. Feind auf Anschlag fertig. Gleich noch oder pronto. Setz du Schnappschuss ein. Mit Ignis können wir leider nichts machen, solange er diesen Zustand ist. Ach Mann! Langsam lass meine KP nach. So, jetzt aber, das wär's. Kommt, gehen wir weiter. Ja, das Ziel ist nicht mehr fern. Aber anscheinend, wenn da schon was gerochen wird. Wirst doch von irgendwas bewacht und alter, so guck sie an diesen Grafikglitch an. Eieieiei. Achso, hier drüben. Hier müssen wir hin. Was da wohl zu erfinden gibt? Was ist das? Sind das Beeren? Was ist denn das? Sind das Eier? Hinter diesen Eiern scheint irgendwas zu sein. Was ist
Was ist da? Ein riesiges Monster! Und das kenne ich nur zu gut. Das ist eins der gefährlichsten Monster im ganzen Spiel. Oh, oh, Ignis, verdammt! Ach. Hier, ein Superlexil für dich. Damit du vollkommen geheilt wirst. Und das lasse ich in Ruhe. Verdammtes Monster. Ist es giftig oder was? Alter Schwede! Boah, wenn es einen mit diesem giftigen Atem erwischt, geht es uns echt übel hier. Das ist mein Bosskampf, der sich gewaschen hat. Jetzt bin ich gerade... Habe ich denn alle Heilmittel? Nur zwei. Nehme ich eins für mich. Und eins für Gladio. Also wie ein Super-Elixier für Gladio. Und vielleicht noch ein, das andere ist. Gegengift habe ich noch. Prompto bekommt eins. Natürlich auch Ignis. So. Jetzt reicht's. Gladio, Dämmerbrecher. Und noch nachsetzen. Aber leider geht das daneben. Was zum... Da ist noch ein kleiner... Ist man so... Kleine Version davon entstanden? Ach, Ignis. So, und noch Prompto. Zum Glück habe ich genügend Heilungsgegenstände. Alter! Boah, ich bin eingeengt. Was soll das? Ich komme nicht raus. Komme ich hier überhaupt noch raus? So, Ignis. Jetzt mit diesen kleinen Kindern, die machen bestimmt am meisten Probleme. Alter. Boah, das sind viele. Nein! Dieser verdammte Atem. Oh, verdammt, ey. Boah, dieser Boss ist echt hart. Komm schon, Gladio. Nachsetzen. Wow, er ist down. Wir haben ihn niedergeworfen. Er ist bald fertig. Oh nein, weg, weg, weg. Was ist denn? Er ist niedergeworfen. Sehr gut. Okay. Der Mobile ist in Rage. Halte ausreichend Abstand, um nicht von seinen schlechten Arten beeinträchtigt zu werden. Was, müssen wir vor ihm fliehen? Na dann kommt, Leute! Weg hier! Erfolg! Diese Sprösslinge von dem. Setzt der Feuerer ein gegen ihn? Ho! Oh. Hat das funktioniert? Sieht ganz so aus! Hui! Der hat seinen Mund verbrannt! Ignis hat das Kommando Kombinationsangabe angeeignet. Kombinationsangabe!
Fass sie besser nicht an. Am besten wir verbrennen sie. Und wie sollen wir das machen? Einfach interagieren oder was? Ja, so wird's gemacht. Eine Tür. Wer legt denn hier ein Grab an? Ganz egal, wir haben es geschafft. Wow. Und das dank Ignis. Obwohl er blind war, konnte er seine Schwachstelle erkennen. Nice! Dann öffnen wir es mal. Kommt, zurück zum Bahnhof. Ja, gehen wir. Moment! Was ist? So kann das nicht weitergehen. Eure Streitereien bringen mich noch um den Verstand. Mal ganz offen. Mein Augenlicht habe ich wohl für immer verloren. Und trotzdem will ich bei euch bleiben. Bis zum Ende. Ignis, das ist zu riskant. Wenn du weiter mit uns kommst, bist du in ständiger Lebensgefahr. Aber wir sind doch da. Wir können ihn aber nicht ständig beschützen. Na dann soll er selbst entscheiden. Denn es geht aber nicht darum, was er will. Das weiß ich. Ich erwarte keine Rücksichtnahme, wenn ich zur Last werde. Verabschiede ich mich von alleine. Was ist, Euer Majestät? Noct. Als König musst du für ein höheres Ziel kämpfen. Ohne Rücksicht auf Opfer, Verluste oder Freundschaften. Gladior. Noct wird bereit sein. Doch er braucht noch etwas Zeit. Ja, schon gut. Aber froh bin ich nicht. Ist das klar? Selbstverständlich direkt zum Bahnsteig zurückkehren. Und vielleicht wird Ignis ja immer noch nützlich, weil ich meine, er kommt. Kombinationseingabe oder was auch immer. Er hat jedenfalls eine neue nützliche Technik drauf. Er wird uns bestimmt noch auch so nützlich. Das weiß ich. Aber ich hoffe nur, wir werden nicht einen weiteren Heldentod, dass wir jetzt nicht einen Heldentod erleben werden mit Ignis. Na gut. Haben wir jedenfalls jetzt die königliche Waffe und dann geht's jetzt zurück zum Bahnhof. Ja, aber wir machen das dann im nächsten Part. Und wie immer, wenn es gefallen wurde, bitte ich das bestimmt mit einem Daumen nach oben. Dann sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush4Fig89 bis zu diesem Part von Let's Play The Legend. The Legend of Zelda. Final Fantasy 15. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know.